arbeitssuchend und kann mein restliches Leben nicht von meinen Ersparnissen leben. Danach her lese ich aus dem Arbeitsrechtshandbuch vor. Ich bin mittlerweile in Paragraph 4 angekommen, Unionsrecht und Arbeitsrecht. Und um den Paragraphen 4 beurteilen zu können, wollte ich European Union Law von der Oxford University Press lesen. Das sind verschiedene Autoren. Herausgeber sind Catherine Bernard und Steve Pearce. So. Und anfangen wollte ich wie immer found a peanut last night, found a peanut last night. Where'd you find it, last night? Last night, where'd you find it, last night? In the dustbin, last night. Last night I found it in the dustbin last night. Cracked it open, last night. Last night I cracked it open last night. Found it rotten. Found it rotten last night. Last night I found it rotten last night. Ate it anyway, last night. Last night I ate it anyway last night. I felt sick, last night. Last night I felt sick last night. Called the doctor, last night. Last night I called the doctor last night. Went to heaven, last night. Last night I went to heaven last night. Didn't want me last night. Last night they didn't want me last night. So. Jetzt. European Union Law, Catherine Bernard und Steve Pearce. Introduction by Catherine Bernard and Steve Pearce. Its introduction on page 1, the development of EU law on page 2. Themes are input legitimacy and output legitimacy on pages 4, 5 and 6, and the conclusion is on page 7. Also, es gibt eine Einführung, es gibt die Entwicklung des EU-Rechts, dann gibt es die Themen Input Legitimacy und Output Legitimacy und hinterher gibt es ein Fazit oder ein Ergebnis. Was Input Legitimacy und Output Legitimacy ist, weiß ich noch nicht so genau. Okay. Einführung. For many people, European Union law interferes with too many aspects of their lives. Für viele Leute gibt es eine, für sehr viele Menschen gibt es eine Wechselwirkung zwischen
dem EU-Recht und Aspekten ihres Lebens oder ihrem Leben. This was summed up by the headline in a UK paper, Box Standards Brussels Demands the Same Toilet Flush Across the Continent After Discovering Brits Use the Most Water. Ja. Zu gut Deutsch. Briten spülen mit zu viel Wasser ihre Scheiße weg. Die EU wollte sich da einmischen. Es regnet ja auch oft dort. So. This story has it all. Met Brussels bureaucrats excessively regulating even how we go to the toilet. Lou couldn't make it up, said UK tabloid The Sun. Yet a closer look reveals a different picture, as the European Commission pointed out. Toilet flushing accounts for about 30% of total household water consumption in the UK. Okay. Geschichte hat alles. Bescheuerte Brüsseler Bürokraten regulieren exzessiv, wie wir auf die Toilette gehen. Und hier Lucum make it up, verstehe ich gerade nicht. Ich vermute, da hat es einer nicht bis auf den Pissbock geschafft. So. Ein genauer Blick offenbart ein anderes Bild. 30% des Wasserverbrauches in der EU ist das Wasser, was die Toilette runtergespült wird. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Pipi ist relativ aggressiv, es gibt eine Harnsäure. Damit wird das Kanalsystem geschont. Much of this water use is unnecessary, so an eco label can help buyers choose loss that will save water and money. So. Eco labeling measures already exist for washing machines and dishwashers, and it is perfectly logical to take steps to help people buy more efficient toilets in a single market where products are being sold across borders. This is best done at EU level. The question then is who is right, The Sun or the Commission? So. Also schon Eco-Labels für Waschmaschinen und Geschirrspüler. Warum auch nicht für die effizienteste Toilette? Und in einem großen einheitlichen Markt, wo Produkte über Landesgrenzen verkauft werden, warum soll das nicht am besten auf EU-Ebene geschehen?
große Frage ist jetzt, wer hat recht? Tabloid The Sun oder die EU-Kommission? Nun Kunden Make It Up kann, glaube ich, auch das Scheiße in der Schüssel zurückgeblieben heißen. So. Oder ich habe es nicht ganz bis zum Klo geschafft. The story about the loo flush raises in a microcosm some of the biggest questions facing the EU today. What should it be doing? How should it be doing? And how should it be communicating what it is doing? A bottom-up approach, no pun intended, would suggest that loo flushing could be a matter of a national war. The top-down single market perspective would suggest that the EU should intervene when the movement of goods across borders is affected. If the EU does act, how intensive should that action be? The eco-labeling award scheme reveals an imaginative approach to regulation. So. The use of these eco-labels is voluntary. Industries apply for the label if they want to get it, and the beneficial reputational hubris that goes with it. They may choose not to. However, if they do apply, their product needs to comply with the criteria set for each product group. For example, washing machines, fridges, and now toilets, by a commission decision adopted under powers conferred by council regulation. So, ja. Ich lese noch den das Kapitel bis zum Ende vor und dann mache ich mir Gedanken über die Übersetzung, weil da sind relativ viele Sachen drin. Dann lese ich das morgen nochmal vor und übersetze das. Es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis ich da wieder drin bin. Thus, contrary to popular misconception is not misconception. Thus, contrary to popular misconception, EU rules are not all of the command and control kind. All bananas must be straight. All bananas must be straight. The EU has experimented with different types of regulation to create flexibility in the operation of its rules. This flexibility is provided by the law, and this flexibility is provided by the law, and as this book will show, the law is central to the operation of the EU. Indeed, the EU itself is a legal construct. Is a legal construct. Naja, früher hieß es mal legal construct. Ohne. Auch in Großbritannien verändert sich die Sprache, oder wir haben wieder Analphabeten in Oxford. Ich unterstreiche es mal.
So viel Juristerei habe ich in England doch noch gelernt, dass ich weiß, dass das falsch ist. So. Indeed, the EU itself is a legal construct. It was born out of treaties, and its subsequent development has been marked by successive treaty amendments. One of the earliest major research projects on the EU described the process as integration through law. And the Court of Justice, the Supreme Court of the EU, has been in the engine room of that process. Of course, law and politics go hand in hand, and no lawyer would deny the important role played by politicians in both driving forward and shaping the development of the EU, particularly faced with seismic with seismic geopolitical forces, the fall of the Berlin Wall, the fall of the Berlin Wall, 9/11, and the sovereign debt crisis. So, also the hegemony, hedge money, also hedge money, also the hegemony, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich guck's nach. Of law may have waned over recent years as problems have arisen which are not immediately amenable to legal resolution. Law remains central to the EU project, and it is the law set in this broader political context which is the subject matter of this book. Okay, so. Nach The Sun or the Commission kommt ein etwas längerer Absatz, den habe ich jetzt das erste Mal vorgelesen. Für mich ist das ein relativ komplizierter Text. Wahrscheinlich bin ich deshalb arbeitslos, weil ich sowas nicht einfach so kann. Ich gucke es mir an und dann gibt es morgen die Übersetzung. Tschüss.